fast so schnell wie Johannes Ludwig. Hi, ich bin der Erik vom Team Thüringer Wald und ihr kennt mich vielleicht aus dem Winter. Aber heute zeige ich euch mal die sonnige Seite. Wir sind nämlich hier im Feriendorf Auenland und da ich im Sommer sehr gerne Mountainbike, ist das heute mein Startpunkt einer sehr entspannten Mountainbike-Runde. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Zuschauen und bis später. Gut, eingerodelt sind wir uns. Wir sind jetzt quasi schon bereit, haben Warm-up gemacht und ich zeige euch jetzt ganz kurz das Feriendorf Auenland. Das sind Niedrigenergiehäuser, die clevererweise in die Erde gebaut wurden. Gibt es seit 6 Jahren und wie das jetzt drin aussieht, habe ich mir sagen lassen, darf ich jetzt mal reingucken und es euch zeigen. Kurz und knackig, empfehlenswert. Für die ganze Familie genug Platz, einwandfrei. Am Start unserer Tour können wir uns nochmal an so einem Ortsportal richtig orientieren, wo wir gerade sind. Ja, da sehen wir nämlich unsere schöne Strecke hier. Bis zur Werra-Quelle hoch. Hoch übrigens. Höhenprofil. Irgendwann sind wir auch oben an der Rennsteigwarte. Heute. Rennsteigleiter. Fahr du doch weiter! Denn jetzt erzähle ich euch was über das Mountainbiken am Rennsteig. 44 Rennsteigleitern führen hinauf auf den Kamm und es gibt einen Mountainbike-Rennsteigweg. 450 Kilometer ist der lang und es gibt ja noch ein Rennsteiglied. Müsst ihr nicht können. So, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Ritt schon mal geschafft. Bis zur Werra-Quelle sind wir heute hochgefahren. Werra, die entspringt hier. Ja, die fließt über Eisenach bis hin zu Fulda, wo sie sich dann vereinen. Da gehört dann die Weser draus. Aber bei dem ganzen Gequatsche kriege ich langsam so ein bisschen Hunger. Hab mal Lust, den Hauschef hier zu treffen in dem neu sanierten Werra-Quellenhaus. Und das gucken wir uns jetzt am besten mal an. Okay, wie gerade eben versprochen, jetzt der Herr des Hauses, der Herr Erhard. Vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Ich frage mich nur, was ist hier passiert? Denn im Winter, als ich mit Skiern gefahren bin, war hier noch eine komplette Baustelle. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen, Erik. Visionen, Emotionen, ganz, ganz viel Liebe. Wir haben aus der Baustelle ein wunderschönes Haus gemacht. Kann man hier auch pennen? Ja, klar. Irgendwie lädt mich das jetzt gerade fast selber ein, jetzt mal hier vielleicht einen Radler zu trinken. Ach, gerne. Komm, sei mein Gast. Ich lade dich ganz herzlich. Vielen Dank. So, da haben wir dieses weiße R gefunden, diesen Rennsteig, aber irgendwie, so richtig sieht man ja nicht, so richtig Ausblick hat man nicht. Ich habe da so eine Idee und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Jetzt schaut euch das mal an. Ist das nicht ein Ausblick? Das habe ich euch versprochen. Kurz zur Orientierung. Da hinten ist Oberhof, wo ich wohne. Daneben ist Suhl, wo ich geboren bin. Ganz interessant, wo wir heute gestartet sind. Waffenrot, ja, hier eingezeichnet. Genießt es einfach. Genießt entweder im Video oder ihr kommt einfach mal als Tourist oder Touristin nach Oberhof, Thüringer Wald. Bis dahin, viel Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr wirklich Lust auf mehr habt, dann folgt ganz einfach dem YouTube-Kanal vom Thüringer Wald.